So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge. Oh mein Gott, im letzten Part steht die Welt, oder ja, seit dem letzten Part steht die Welt kurz vorm Untergang. Wir haben Kyogre weckt und eine Katastrophe bricht über alles hinein. Aber das ist uns jetzt erstmal egal. Beziehungsweise nein. Denn ich fliege jetzt erstmal nach Moosbach zurück. Und werde mir ein bisschen einkaufen gehen, meine Pokémon heilen und dann machen wir uns auf den Weg nach Xenoweil. Und ihr seht, selbst hier geht alles drunter und drüber. Und ich wette, die Bewohner sagen überhaupt nichts dazu. Und ich will nichts dafür haben. Danke, deine Pokémon sind wieder fit, top, kommen vorbei, jeder wieder Zeit. So sagen die was dazu oder nicht? Was sind die gerade wilde Weine sehen? Das nennt man Weimer-Watching. Voll lustig. Okay, ne, die scheint das überhaupt nicht zu interessieren. Aber gut, vielleicht regnet es ja einfach nur stark, ne? Top-Schutz ist immer wichtig für uns. Nein, 10 reichen aus. Ich bin doch nicht ein Helmut Grunz. So, davon mal 10. Und davon 10. So. Und davon hole ich mir besser auch mal ein paar. Denn ihr ahnt ja vielleicht eventuell schon, wenn ihr klug seid, was wir jetzt demnächst machen dürfen. Richtig, endlich dürfen wir einen Dummiesel fangen. Mann, habe ich darauf gewartet. Okay, keine Zeit für Späße, die Welt geht unter und wir sind die Einzigen, die verhindern können, dass eine Katastrophe geschieht. Ich muss ja den ganzen Scheiß hier verkaufen, irgendwie loswerden. So, einmal Topschutz reingeschmissen und scheiß doch auf die Trainer hier. Wir müssen schnell nach Xenoweil. So, hier müsst ihr auch gleich, ja hier, genau. Ich schwimme schon mal nach unten, denn ihr habt ja gesehen, hier ist der Ort, wo alles anfing. Beziehungsweise der Ort, wo alles enden wird. Einmal abtauchen bitte. Ah, ich liebe es übrigens, wenn es im Schwimmbad anfängt zu regnen. Nicht Gewitter, aber... im Wasser sein und dabei Regen ist es das Schönste, wo gibt. Ich bin ja generell totales Wasserkind. So, und aufgetaucht. Wir sind in einer neuen Stadt, Leute. Hey, willkommen in Xenoweil. Ich will erstmal die Arena herausfordern. Oh, schade. So, also wir sind in einer neuen Stadt, Xenoweil. Und können wir da schon hinfliegen jetzt oder müssen wir erst das Pokémon Center dafür betreten? Ne, wir können schon hinfliegen. So, wo ist jetzt das Pokémon Center? Bestimmt unserer rechten Seite, ne? Ja, natürlich. Natürlich! Okay, wir haben keine Zeit. Wir müssen der Ursache auf den Grund gehen. Die Regenwolken scheinen ja alle von hier zu kommen. Ihr könnt euch also schon denken, was das damit zu tun haben könnte, dass wir hier hin müssen. Ja, der Schutz wirkt nämlich nicht mehr. Genau deswegen müssen wir hier hin. Das ist der einzige Grund. Hi! Chris, du bist auch hier bei diesem Fraction Regen. Naja, kannst du verstehen, was mein Freund gerade sagt? Nein. Welche Sprache spricht er? Hallo, mein Name ist Vasili. Ich bin der riesige Arenaleiter. Ich bin auch damit beschäftigt, die Rotzeithöhle zu schützen. Diese Regenschauer werden durch eine Kraft der Hölle verursacht. Das ist die blaue Kugel. Ich verstehe, folge mir. Oh oh, Vasili hat was. Dieser Regen. Menschen und Pokémon brauchen Wasser zum Leben. Aber warum verursacht dieser Regen so viele Probleme? Immer mehr Regenwolken werden uns über Xenoweil bilden und den Schwimmel die ganze Höllenregion ausbreiten. Ja, weil da jemand mal wieder nicht die Schnauze voll kriegen konnte. Die Rotzeithölle ist dort drüben. Niemand in Xenoweil ist es erlaubt, die Hölle zu betreten. Aber du musst hineingehen, zusammen mit der blauen Kugel. Du musst gehen, egal was dich innen der Hölle erwartet. Chris, ich hätte nie vermutet, dass du die blaue Kugel bei dir hast. Ja, dem Opa und der Oma sei Dank. Die wird doch nichts passieren. Deine Pokémon an deiner Seite schaffst du es. Davon bin ich überzeugt. Ja. Euren Optimismus in meinen Ohren. Okay. Urzeithöhle. Können die eigentlich... Ach Gott, hier ist es dunkel. Hier ist es dunkel wie Arsch. Ich brauche Blitz. Die Höhle kann man zwar auch ohne Blitz durchqueren, aber hey... Ja, Light, mach dich mal nützlich. Light, sorge für... Genau, Light, sorg doch mal für selbiges. So, ich scheiß auf Finale, bevor ich da aus Versehen mal drauf drücke und dann ist geschehen, lieber nicht. So, ich werf mal einen Schutz an. Ich weiß nämlich nicht, ob
So. Dass uns was bringen wird. Und ich sage euch jetzt schon mal gleich, das legendäre Pokémon, was wir hier gleich fangen werden, oder was wir hoffentlich fangen und versuchen zu fangen, was hier ganz viel Krach macht, wird nicht in mein Team aufgenommen. Ich möchte aber einfach nur es fangen, um einen epischen Kampf zu haben. Wie gesagt, ich werde es nicht benutzen, denn wozu? Mal ernsthaft. Hand aufs Herz. Bin ich hier richtig? Ah, guck mal, da liegt da was. Das müsste Kaskade sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, damit hätten wir alle VMs. Geil! Boah, okay. Na du? Wow, ich hätte voll den Höllenrespekt davor, wenn ich so einem Pokémon gegenüberstehen würde, ganz im Ernst. Okay, unser Team ist fit. Los geht's. Die blaue Kugel von Chris beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Das macht auch viel mehr Sinn, eine blaue Kugel bei Kyoko. Ich weiß nicht, wie der Typ auf Rot kam. Wahrscheinlich, um Kyoko zu erwecken. Na, hätte aber doch blaue Kugeln heute holen müssen. Und dieses Kampflied ist so episch. Ein wildes Kyoko scheint. So, und Tazuba ist ja schon mal ziemlich scheiße, gerade sehe ich. Und ich sage euch direkt, ich finde Kyogre wesentlich brutaler als Groudon zu bekämpfen, denn Kyogre hat durch seinen Niesel einfach einen viel größeren Vorteil als Groudon durch seine Dürre. Und ich setze Sabaku ein, weil ich glaube, das ist wie kein Eisstrahl und das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Nee, Body Slam. Aber dein physischer Angriff ist nicht so hoch. Gott, aber reicht schon aus, um mich abzufacken. Damn. Ja, denn Kyogre kriegt natürlich einen Step durch seine Wasserattacken und im Regen wird er sowieso nochmal gestärkt. Ach du Scheiße, wir haben natürlich doch den Meisterball zur Not, ne? Aber komm, sind wir Pussys oder sind wir Männer? Ich denke, die Frage übrigt sich. Okay, erstmal ein Hypertrank drauf. Wir müssen das Kyogre schwächen. Es kann, glaube ich, Eisstrahl, Body Slam, irgendeine Wasserattacke und Erholung. Ja, es wird auch nicht mehr aufhören zu regnen, das musst du jetzt nicht in jeder Runde sagen. Säure wird hier wahrscheinlich nicht viel abziehen. Oh Gott, liebe Puppe. Oh Gott, tu nicht weh. Oh Gott, Leute, seht ihr das? Was soll ich tun? Warte, kann das Vieh wirklich Eisstrahl? Kann es Eisstrahl? Es kann Hydropumpe. Ich glaube, es kann Erholung. Body Slam. Und ich glaube, Eisstrahl. But I'm not sure about this. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Oh Gott, Sabaku, boah, was für ein Kampf! Ist zwar nicht sehr effektiv, aber es nieselt immerhin und es kriegt einen Step drauf. Ja, es macht ungefähr gleich viel Schaden. Ich glaube, ein ganz kleines bisschen mehr hat der Surfer jetzt abgezogen. Ich hätte mehr Tränke kaufen sollen. Definitely. Wenn es hart auf... Nee, er kann Gedanken... Oh fuck you, er kann Gedanken gut. Er kann Gedanken gut. Das finde ich wiederum gar nicht gut. Und er kann Eisstrahl. Okay, er kann keine Erholung. Das ist schon mal gut. Für uns. Ach Gott, leck mich doch am Arsch. Ey, wir kommen kaum dazu, ihn richtig zu schwächen. Oh, fuck. Sabaku. Nicht gut. Bitte hör auf, paralysiert zu sein, Mädel. Habe ich nicht noch Supertränke gehabt eben oder bin ich blind? Da, ein. Ja, gut. Oh Gott, ey, das waren zwei Angriffe, die ins Leere gingen. Warte, der hat schon wie viele Hydropumpen benutzt? Ne, das ist mir zu heikel. Dam, 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 dam. Haben wir von mir jetzt noch Zitrobeeren, das geht auch. Muss ich nicht gleich so viel davon verschwenden. So. Wie ist aber das einzige Pokémon? Oh, fick dich. Richtig heftig.
Wow, das wird... ist gerade hier echt ein bisschen arg heiß. Ganz im Ernst. Na, der Eisstrahl wird nicht viel Schaden machen, aber die Hydro-Pumpe trotzdem. Ich würde ja eigentlich sagen, es ist scheißegal, ne? Wir sind hier aber in einer, noch in einer Nuzlocke-Challenge und da kann ich das einfach nicht riskieren. Down, 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 down. Oh Mann, ey. Ja, wie viel Schaden machst du jetzt? Verdammter, dreckiger Hund. Frisst das und verreckt dran. Sorry, aber das konnte ich nicht mehr schaffen. Der hätte mein ganzes Team mit zerfickt. Mit Gedankengut und Hydropumpe. Beziehungsweise generell nach den ganzen Gedankengut. In der Mythologie taucht Kyogre als dasjenige Pokémon auf, das das Meer vergrößert hat, indem es sinnflutartige Regenfälle und Sturmfluten erzeugt hat. Nach einem katastrophalen Kampf mit Graudon legte es sich schlafen. Kyogre, du bist ein Mörder! Du Pissnelke! Wieso hab ich nicht gleich den Ball geworfen? Ey, ich hab doch schon... Es war doch so klar, dass ich das nicht pack. Welches Pokémon hätte noch was machen können? Ich hatte keine Chance mehr. Ich rede jetzt hier nur von der Nuzlocke. Na, natürlich hätte ich so noch eine Chance gehabt zu gewinnen, wenn ich Beleber und sowas hätte, aber die darf ich nun mal nicht benutzen. Aber Leute, ich hab's anders versucht. Ich hab's anders versucht, aber... Lass stecken. Das geht nicht. So geht das nicht. Ah, Mann, ey. I'm sorry. Und hier ist wieder alles schön. Alles hell. Alle sind fröhlich. Selbst der Schutz ist fröhlich, dass er einfach sich abfindet und verschwindet. Oh, Mann. Ich hatte echt gehofft. Ich hab den Optimismus gehabt, das ohne Verluste hinzukriegen, aber es sollte wohl einfach nicht sein. Es sollte einfach nicht sein. Ja, du kannst mir sowas von helfen. Gib mir ein paar Tränke. Oh nee, Leute. Puh. Okay. Ja, Leute, im nächsten Part werden wir dann die Arena von Xanawile machen. Aber jetzt heißt es erstmal Abschied nehmen. Von unserem allerliebsten Tentoxa. Und du, Kollege, raus aus der Box. Tut mir leid, dass ich nicht besser auf dich aufgepasst habe. Wirklich. Was? Was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße. Thank you.
Es gibt keine Ausnahme. Wow, Leute, das hat mich jetzt irgendwie gerade... Das hatte ich noch nie. Und irgendwie ist das jetzt noch viel schlimmer für mich gerade. Oh Mann. Okay. Im letzten Willen, aber... Ich habe keinen Surfer-Pokémon. Moment, ich muss mir da was Neues reinpacken. Ich denke, ich nehme dann Alexa noch mit. Ich hätte von Anfang an so eine Box machen sollen. So. Okay, Leute. Oh Gott, dieser Part war zu viel Emotion für mich. Im nächsten Part dann werden wir die Arena von Xenowild City machen. Reden noch kurz mit Troy. Wobei, nee, das machen wir im nächsten Part. Leute, das war Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge für heute und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.